Das ist ja wirklich hochspannend, Herr Bouffier. Das heißt ja auch, dass Sie an Ihren Koalitionspartner nach derzeitigem Stand wohl mit am meisten abgegeben haben. Kann das denn Sinn der Sache sein für Sie als CDU in einer solchen Koalition, dass Sie sozusagen langsam dann ausdörren? Natürlich nicht. Und es war auch nicht unser Ziel. Und ich gebe auch nicht auf, die CDU muss Volkspartei sein. Wir haben jetzt ein Umfeld, in dem wir natürlich nicht zufrieden sein können. Aber ich glaube, dass das auch wieder geändert werden kann. Die Grünen sind sehr erfolgreich, kann man ihnen gratulieren. Sie sind überall in allen Umfragen in Deutschland erfolgreich. Und sie haben ja auch werblich sehr deutlich gegen die GroKo ihren Wahlkampf geführt. Sie haben also davon profitiert, von einer Missstimmung gegenüber der Großen Koalition. Sie haben sicher auch davon profitiert, dass sie hier ordentliche Arbeit geleistet haben. Das kommt beides zusammen. Aber natürlich sind wir nicht zufrieden. Und die Stimmen hätten wir gerne alle wieder. Aber heute ist erstmal das Ergebnis, das ist zur Kenntnis zu nehmen. Und wenn man sich das anschaut, ist ja auch die Konsequenz nicht so ganz einfach. Wenn man fast gleich viel an die AfD verliert wie an die Grünen, bin ich sehr vorsichtig jetzt sozusagen mit Ratschlägen, wie müssen wir weitermachen. Wir müssen ordentliche Politik machen und die einen überzeugen, dass es doch Sinn macht, die Union zu wählen, indem wir die Probleme lösen und sie nicht nur beschreiben. Und auf der anderen Seite, glaube ich, wird es sich lohnen, sich das tiefer anzuschauen. Also ein disparates Ergebnis, aber ähnlich wie bei der CSU in Bayern, wenn ich das richtig im Kopf habe, war das dort fast ähnlich, halbe halbe in beide sehr unterschiedlichen Lager. Das sind für uns Herausforderungen, aber das, glaube ich, kann man jetzt nicht aus der Hand erledigen. Unterm Strich, das Ergebnis schmerzt sehr. Auf der anderen Seite ganz klar erste Kraft und deshalb auch unser Anspruch, die nächste Regierung wiederzuführen.